machen wir was, was ihr euch vielleicht schon mal vorgestellt habt. Und zwar, ihr sitzt im Klassenzimmer, ihr habt eine langweilige Geschichtsstunde, euer nerviger Lehrer steht vorne an der Tafel und erzählt euch was und ihr denkt euch, ich will doch einfach nur nach Hause. Ich wünsche, dieser Lehrer würde kündigen. Das ist exakt, was wir heute machen. Wir spielen Bash the Teacher. Das heißt, wir versuchen, unseren Lehrer dazu zu bringen, zu kündigen, indem wir ihn immer weiter ärgern, immer weiter pranken, bis er es irgendwann nicht mehr aushält. Mein Ziel ist heute, dass der Lehrer kündigt, okay? Wir machen uns auf in die Schule mit einem einzigen Ziel. Und zwar unseren Lehrer, beziehungsweise unsere Lehrerin, Frau Donnergesicht, zum Kündigen zu bringen, okay? Guten Tag, Frau Donnergesicht. Es ist mir eine Ehre, heute Ihr Schüler zu sein. So, ich denke, wir fangen erstmal leicht an. Ich habe hier ein paar Papierbällchen vorbereitet. Die können wir erstmal werfen. Wir können auch verschiedene Sachen abwerfen. Zum Beispiel hier den Globus. Oh, wir sehen, hier ist so ein kleiner Graf. Okay, wir können hier den Globus abwerfen. Wir können... wir können den Papagei abwerfen. Oh, das hat dir nicht gut gefallen. Warte, was passiert jetzt? Okay. Es ist großes Gewicht auf Frau Donnergesicht gefallen. Sie hat sich jetzt aber erstmal wieder beruhigt und versucht, uns weiter Mathe beizubringen. Okay? Aber tut mir leid, ich hasse Mathe. Okay, Mathe, was soll das denn hier? Integralrechnung. Sage ich da. Okay, sie wird schon langsam wütend. Ein paar Papierbällchen noch. Vielleicht noch mal auf den Papagei. Bringt das alles gleich viel? Ja, plus eins. Und, oh mein Gott, es kommt Wasser in die Schule? Oh mein Gott, das sind Fische! Nein! Oh mein Gott, oh, das wird sie wütend gemacht haben. Das gefällt ihr gar nicht, nehme ich an. Okay, ich bin so gespannt, was als nächstes passiert. Wie wir als nächstes unsere liebe Lehrerin pranken. Ich mache hier mal ein paar Papierbällchen wieder ready. Zack, zack, zack. Und Gewitter. Das macht Sinn. Oh, es regnet. Oh, schade. Oh nein. Oh, das ist sicher störend für den Matheunterricht. Wir können übrigens mal gucken in den Upgrades. Und zwar, wir haben hier 66 Sternis. Und für 50 Sternis, denke ich, können wir einen Kaktus kaufen. Ist das richtig? Bin mal gespannt. Ich denke, der wird die Weltkugel ersetzen. Oh. Okay, der Kaktus bringt uns aber nicht wirklich extra Punkte. Der sieht nur cooler aus. Oder sehe ich das falsch? Weil alles gibt uns erstmal nur plus eins Ärger. Ich meine, ich nehme plus eins Ärger, versteht mich nicht falsch. Mehr Ärger ist mehr Ärger. Oh, es regnet wieder. Oh Mann. Ach, das ist ja schade. Ah, das wird mir stinken. Vielleicht würde ich mal kündigen. Vielleicht mal ein Schreiben verfassen. Okay, wir müssen hier mal kurz uns ein paar Punkte verdienen. Fürs nächste Upgrade. Und zwar gibt es, habe ich gesehen, noch ein anderes Tier. Das ist ein Frosch. Der bringt uns aber, glaube ich, genauso viel wie der Kaktus. Das heißt, wir kaufen. Eine weitere Waffe. Okay, Papierbällchen. Ist ja auch langweilig. Mit Papier kann man so viel schöne Sachen machen. Deswegen kaufen wir diesen Papierflieger. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr im Unterricht schon mal einen Papierflieger gebastelt habt und in der Klasse losgelassen. Würde mich interessieren. Ich habe sowas natürlich nie gemacht. Ich war immer ein Musterschüler. Ein feiner Musterschüler. Aber ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Oh, zwei Wut, zwei Ärger macht es. Okay, das Gewicht, das kennen wir schon. Das ist ein alter Klassiker eigentlich schon at this point. Tut mir ein bisschen leid, den Papagei abzuwerfen, aber ich glaube, wir tun ihm nicht weh. Wir werfen ja nur Papier auf ihn. Ich glaube, wir bringen mehr so den Käfig zum Wackeln, damit er ein bisschen kriegt. Aber ich gehe trotzdem lieber auf den Kaktus, denn Tierwohl liegt mir am Herzen. Zack, zack, zack. Ich wünschte halt, der Kaktus wird kaputt gehen. Nervt sie das nicht? Hallo, Frau Lehrerin. Guten Tag. Aha. Was? Ey, was hast du denn gedacht, was passiert? Frau Donnergesicht? Wer Lehrer? Welcher? Sorry, ich kann nicht mehr. Ich bin so fassungslos. Welcher normale Lehrer? Vor allem, das ist ein Mathelehrer, okay? Das ist keine Chemielehrerin. Wer geht denn da hin und trinkt sein, keine Ahnung, übelst giftig aussehendes Gebräu? Warum würdest du das tun? Bist du so voller Wut? Bist du so außer dir, dass du denkst, ich kann nicht mehr? Na gut. Wir haben hier trotzdem eine Mission, okay? Der Ärgerbalken ist mir noch nicht ansatzweise hoch genug. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das hier der springende Punkt ist und wir sie ja so zum Kündigen bringen müssen. Wir gehen heute nicht aus der Schule, bis Mrs. Donnergesicht ebenfalls aus der Schule geht. Und zwar für immer. Durstig? Es war, warum? Ich verstehe es nicht. Ich meine, gut, es ist auch nicht super realistisch, dass die Schule auf einmal unter Wasser steht, sehe ich. Wir haben auf jeden Fall 100 Punkte. Ich glaube, als nächstes macht es Sinn. Bahnen wir auf die nächste Waffe. Das ist natürlich ein Apfel. Oh, so ein Apfel, der knallt wahrscheinlich ganz schön rein. Der kostet aber 335 Punkte. Und ich glaube, wir wollen einfach auch mal den Frosch, um was Neues zu sehen im Klassenzimmer, oder? Also, wenn ich ein Lehrer wäre und mein Papagei im Klassenzimmer würde ausgetauscht werden für diesen Frosch,
Oh! Plus 3! Okay, edel, edel. Oh mein Gott. Denkt ihr, wenn wir den gut treffen und der gut schwingt, dass wir den kaputt machen können? Weil ich glaub's nämlich schon. Momentchen. Quack, quack, quack. Das würde mir nerven. Das würde mich so nerven. Oh, weinst du? Es ist nicht mal was passiert. Sie hat einfach geweint. Tut mir ein bisschen leid, aber ich muss hier weitermachen. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Und nur weil die Lehrerin hier ein bisschen Schwäche zeigt, heißt es nicht, dass wir aufhören können. Okay, wir haben hier ja ein nobles Ziel. Ich bin es ja nicht der Einzige. Die anderen Schüler profitieren ja auch davon. Und am Ende des Tages tue ich, denke ich, der ganzen Schule einen Gefallen, wenn ich Frau Donnergesicht hier zum Feuern, zum Kündigen, ne? Würde ich, ohne Mist, wenn ich ein Lehrer wäre, ich würde es auch machen. Wenn mich jemand die ganze Schulstunde, ich versuche hier nur friedlich meine blöden Integrale zu zeichnen, gell? Wenn mir ein blöder Schüler den ganzen Tag so einen Papierflieger in den Rücken knallen würde oder so einen blöden Frosch abschießt, ich würde auch rausgehen und einfach mal eine Runde schreien. Musst du raus? Musst du schreien? Ist okay. Nichts, was wir nicht schon gesehen haben. Natürlich die Frage, bringt der Kaktus auch 3? Ja, der bringt 3, der bringt 3, sie bringt 3. Alles gut, wir sind hier weiter am Arbeiten. Wir sparen natürlich auf unser nächstes Upgrade, ja? Blick immer auf die Sternis gerichtet. Wir wollen die nächste Waffe, okay? Wir wollen den Apfel aus unserem Schulranzen holen und den richtig mal in den Kaktus reinbrettern. Ich hoffe nämlich, dass der umfällt. Ich würde so gerne diesen Kaktus komplett umschmeißen. Vor allem so ein Kaktus macht ja auch mit seinen Dornen nochmal eine ganz andere Arbeit als ein Globus. Also von daher denke ich, werde es schon viel versprechen. Und wir haben es geschafft. Wir können uns nun... Oh, wir können uns auch eine Maus kaufen. Aber wir holen uns den Apfel. Wir sind eine Frau unseres Wortes. Ich bin eine Frau meines Wortes. Das wird mir stinken. Das wird mir richtig stinken, Frau Donnergesicht. Oh, ja. Grummel, grummel. Hilf mir. Tut mir leid. Keine Ahnung, wer da hinten? Okay, wir machen weiter. Wir sind unbeirrt in unserer Mission. Keine Ahnung, was hier ihr Problem ist. Zack, 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 zack. Der Wutbalken, der geht schon ganz schön hoch. Also wir haben klein angefangen. Ja, guten Tag. Oh, du musst weinen. Wir haben klein angefangen, aber wir steigern uns stark. Wir machen viele Punkte und mit vielen Punkten können wir natürlich auch viele Upgrades kaufen. Ich bin halt gespannt, weil gerade scheint sie ein bisschen einfach nur die Nerven zu verlieren, ja? Sie fängt an zu weinen, sie geht raus, sie schreit, sie trinkt ihren Saft. Oh mein Gott, sie schrumpft. Sie schrumpft und sie geht raus zum Schreien. Nein, sie ist wieder normal geworden. Okay, sie ist wahrscheinlich zum Chemielehrer gegangen. Ist ja auch schön. Was wir hier machen, ist eigentlich, ja, wir fördern Lehrer- und Lehrerfreundschaften. Weil sie kann ja nicht wieder gleichzeitig normal werden. Sie braucht ja jemanden, der ihr hilft. Und sie und der Chemielehrer, die scheinen ja eh schon so ein bisschen eine Freundschaft going zu haben, wenn sie hier einfach den Saft von ihm im Klassenzimmer stehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Alrighty. Was ich hier gehört habe, ist, dass es mal wieder Upgrade-Zeit ist. Und zwar habe ich uns ein paar Sternis verdient. Und damit können wir uns nicht nur den Ventilator kaufen. Nein, wir können uns auch ein neues Tier holen. Ich glaube aber, ganz kurz, ich glaube, man kriegt andere Sachen, die passieren können, wenn man die Sachen abwirft. Ist meine Vermutung. Deswegen, wir kaufen uns hier noch die Ratte und dann müssen wir 1000 Münzen sparen. Aber das sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Für dieses Spiegelei, wir können sie mit Eiern abwerfen. Oh, das wird mir stinken. Plus 8. Oh, oh ja. Oh, das macht richtig Ärger. Oh, das macht richtig Ärger, so ein Apfel. Oh, ein Kran? Oh mein Gott, wird sie hochgezogen? Hallo? Das wäre auch okay für mich. Also sie muss nicht kündigen. Es wäre auch in Ordnung, wenn ein großer Kran kommt und sie holt. Ich werfe es nur mal in den Raum. Ich möchte nur mal kurz so meine Position. Wir sind ein Tieren. Oh, die Ratte. Oh, die Ratte nervt wahrscheinlich richtig. Stell dich mal vor, ihr versucht da was zu schreiben in eurem rechten Ohr. Quietsch, 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 quietsch. Ratte, 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 Ratte. Ein Gespenst. Süß. Ein kleines Gespenst. Ratte, 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 quietsch, quietsch. Oh, das wird mich so nerven. Unfassbar. Oh, ich bin so gespannt, was als nächstes passiert. Ah, sie trinkt wieder ihren Saft. Oh mein Gott, das haben wir doch alles schon gesehen. Wir wissen doch, was passiert. Lehrerin, wenn du den Saft trinkst, bist du klein. Saft, klein. Warum? Warum tust du es immer wieder? Ich weiß, die Verzweiflung ist groß. Aber das muss doch nicht sein. Den an- und auszumachen ist natürlich auch edel. Das macht Spaß. Das geht natürlich auch auf den Nerv. Das kannst du auch schwer ignorieren, weil du die ganze Zeit so Luft in die Ohren kriegst. Leute, wir wissen doch, was passiert. Saft, nichts gut. Saft, schlecht. Hör auf, den Saft zu trinken. Eieieiei. Sie will aber auch nicht lernen. Hat leider kein Verständnis für einen guten Prank. Oh mein Gott, sie ist durch ein Loch im Boden gefallen. Okay, okay, edel. Und wir haben 1000 Sternis. Ihr wisst, was es heißt. Spiegelzeit.
Oh, du wolltest gar kein Spiegelei? Oh, schade. Oh, das klebt in den Haaren. Oh, oh mein Gott, 10 Punkte macht es. Was passiert, wenn wir das Spiegelei auf die Ratte werfen? Kriegt die auch Spiegelei ins Fell? Da kommt das Geist, Gespenstchen. Ist ja auch süß. Muss man keine Angst vor haben. Hallo, ist ein normales Gespenst. Ein normales Unterrichtsgespenst. Sieht nicht gruseliger aus als du, Mrs. Donnergesicht. Okay, ich würde mal vielleicht mir Gedanken machen. Oh mein Gott. Okay, die war wirklich wütend. Ich habe noch nie so ein rotes Gesicht gesehen bei ihr. Ey, es hört hier aber auch keiner zu. Also so langsam könnte sie ja auch mal was Neues an die Tafel malen. Also immer nur das Gleiche finde ich persönlich auch öde. Hm? Ja, geh raus. Schrei dir deinen Hals aus. Generell viel Geschrei hier im Unterricht. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht so ruhig. Sie ist ein bisschen erhitzt. Okay, Leute. Den Gong oder den Oktopus? Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Will ich den Gong oder den Oktopus? Wenn ich Frau Donnergesicht wäre, was würde mich mehr stören? So ein glitschiger Oktopus, der riecht natürlich auch. Ein Gong ist laut, on the other hand. Und ich denke, die Eier müssen eigentlich genug Geruch verbreiten bis jetzt. Ich glaube, der Gong ist die richtige Wahl. Bong. Bang, bang. In so Saunen, beziehungsweise in so Freizeitbädern, right? Mit so Ruhebereichen, gibt's ja manchmal, wenn die das so ein bisschen Sinn gestalten, auch so einen großen Gong. Also ich weiß auf jeden Fall, in dem einen, wo ich immer war früher, großer Gong, Riesengong. Und da ist nie jemand, nie haut mal, da ist so ein Knüppel direkt daneben und so ein banger, großer Gong. Nie haut mal jemand mit dem Knüppel gegen den Gong, okay? Hat's noch nie jemand gemacht. Und man will natürlich auch nicht der Erste sein, ja? Du willst ja auch nicht dahin marschieren und diesen Gong-Gong. Aber irgendein Teil von dir denkt sich, oh mein Gott, der Gong ist da. Dieses Ding ist da. Ich würde so gern dagegen den Gong hauen. Weißt du, versteht ihr, was ich meine? Aber ich habe es nicht gemacht. Ich war ein gut erzogener Mensch. Und ich habe den Gong-Gong sein lassen, aber es hat mir im Herzen wehgetan. Aber jetzt kann ich mich austoben, okay? Jetzt werde ich nichts anderes mehr machen, als Eier auf diesen Gong zu werfen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, okay? Gong, gong, gong. Ich erfülle mir einfach meinen Kindheitstraum hier gerade. Oh, apropos Kindheitstraum, wir haben wieder 1000 Gold und wer wollte nicht ein Klassenzimmer-Oktopus? Also jeder, den ich kenne, würde sagen, ja, zum Klassenzimmer-Oktopus. Ist halt auch cool. Und das Gespenst kennst du doch schon. Ja, ach, ganz ruhig. Chill. Oh, wir kriegen 15 Wut mittlerweile schon. Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Besser als die rohen Eier auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Die Wutbar, die geht aber auch. Zack, 3 Eier und die ist oben. 1, 2, okay, das war eine Lüge. Es sind mehr als 3 Eier. Aber unsere große Unzufriedenheitsbar, ja, die Unglücksbar, würde ich fast sagen, die ist mittlerweile fast gut gefüllt. Und ich bin so gespannt, was passiert. Ohne Mist, kündigt sie? Denkt ihr, sie kündigt? Schreibt mal in die Kommentare. Und nicht cheaten. Also nicht erst gucken und dann in die Kommentare schreiben, okay? Ehrliche Meinung in die Kommentare, ob sie kündigt, wenn das traurige Smiley komplett ausgefüllt ist. Weil ich glaube schon, aber man weiß natürlich nie. Also man kann es natürlich nur hoffen, aber sicher sein. Alrighty, wir haben unsere Eier, denke ich, alle aufgebraucht. Aber keine Sorge, denn wir haben Luftballons. Ich frage mich zwar, also Luftballons, oh, es sind keine normalen Luftballons, es sind Wasserbomben. Let's go. Oh mein Gott, der Oktopus. Oh, das macht ihm wahrscheinlich richtig Spaß mit so einer Wasserbombe. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich sehr trocken für den Oktopus. Und, oh, ein Gewicht. Kennen wir. Klassiker. Wir waschen mal den Gong von den ganzen Eierüberresten. Wir sind ja kein Unmensch. Ich wünschte, ich könnte das Ding umwerfen. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, ich wünschte, wir könnten die Wasserballons gegen die Tafel werfen und alles, was sie da drauf geschrieben hat, einfach abwaschen. Das wäre so smart, ohne Mist. Ich wünschte, das könnten wir machen. Aber wir nähern uns mit jedem Ballon unserem großen Ziel. Ich glaube, ein Ausraster noch. Ich glaube, ein Ausraster noch und sie hat's. Oder? Die war echt weit oben. Könnte der finale Ausraster sein. Wir halten unsere Finger gedrückt. Ja, ach komm, beruhig dich. Sieh doch auch mal Konsequenzen, Mensch, Frau. Das kann ja nicht sein. Du kannst dich ja hier nicht behandeln lassen wie, keine Ahnung. Ich glaube jetzt. Okay. Du kündigst. Oh, wie ärgerlich. Let's go. Wir haben erfolgreich unseren ersten Klassenlehrer zum Kündigen gebracht, okay? Frau Donnergesicht ist, denke ich, jetzt vorbei. Guter Schultag gewesen, würde ich sagen. Erfolgreicher Schultag. Aber wir haben unsere nächste Schulstunde. Wer ist das? Sergeant Jughead. Kannenkopf, schätze ich mal. Mr. Kannenkopf, mein Name ist Ronja. Ich hoffe, wir werden gute Freunde werden. Ich hoffe, Sie mögen Wasserballons? Weil ich liebe Wasserballons, müssen Sie wissen. So mein Ding, ich liebe halt Wasserballons.
Oh mein Gott, der wird zu einem Drachen? Ich dachte halt 100%, der wird jetzt auch klein. Was ist denn das für so eine Flüssigkeit? Ich würde auch so gerne zum Drachen werden. Okay, wir holen uns erstmal ein kleines Upgrade. Ich denke, die Fledermaus ist hier genau der richtige Call. Die ist natürlich auch sausüß. Fledermaus, 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 Fledermaus. Ich würde mich halt echt ungern vom Wasserballon trennen. Ich liebe halt wirklich den Wasserballon. Ich habe richtig Gefallen dran gefunden. Oh mein Gott! Ein Kraken? In der Schule? Ich würde halt, ohne Mist, selbst wenn mich niemand den ganzen Tag mit Wasserballons abwerfen würde, oder mit Eiern, oder mit Papierbällchen, oder mit Papierfliegern, sobald der Drachen kommt, sobald der blöde Kraken kommt und mich aus der Schule zieht, ich wäre weg. Ich würde kündigen. Ich meine, was ist denn das? Das ist doch kein gutes Gefühl. Du willst doch nicht von so einem Tentakel einfach gegrabt werden und dann bist du weg. Also, meine Meinung. Ich glaube, das ist nicht, wofür du dich anmeldest, wenn du zum Lehrer wirst. PC. Oh, wir machen den PC kaputt. Macht Sinn, weil wir Wasserballons drauf werfen. Das wird der Technik nicht gefallen. Oh mein Gott, das ist Frau Lala-Gesicht. Oh mein Gott, wie cool. Ich dachte, die ist gekündigt worden. Ich dachte, die hat gefeuert. Auf einmal ist sie wieder da. Mr. Kannenkopf, können Sie sich eine Scheibe abschneiden bei Frau Donnergesicht? Und vielleicht auch einfach mal sagen, das war's. Bin fertig hier. Was passiert jetzt? Röhre? Außerirdische? Wird er wegteleportiert? Irgendwas stimmt mit dieser Schule wirklich nicht. Also, Kraken ist eine Sache, aber Außerirdische? Weiß ich nicht. Ja? Mr. Sergeant? Oh nein, er wurde geblitzt und ist zu einem kleinen Häuflein Asche geworden. Ich lösche sie. Es ist mir eine Ehre, okay? Ich will ja nicht, dass er irgendwie bleibende Schäden davonträgt. Also deswegen keine Sorge. Ich habe ein paar Wasserballons vorbereitet. Die Aliens kennen wir schon. Alles easy. Nein, er hat eine gute Zeit. It is good. Das ist nicht gut. Das ist nicht, was wir wollen. Okay, wir brauchen was anderes. Die Wasserballons scheinen ihn nicht genug zu stören. Er scheint die Wasserballons zu mögen, wenn er hier große Party schmeißt. Oh, ja? Ach, geht nur zur Flüssigkeit. Aber ich glaube, er wird nicht zum Drachen diesmal. Oh, er ist weg. Er ist auch klein geworden. Ein Klassiker, die Kleinmachflüssigkeit. Die kennen wir, die lieben wir. Und wir sind... Nein, ich dachte, wir haben mehr Geld. Ich dachte, es kostet 4,2. Der wahre Gewinn liegt im Cupcake, meiner Meinung nach. Okay. Oder Mr. Kanngesicht. Wie sehen Sie das? Ach, Kraken. Kennen wir. Hallo, drehen Sie sich doch mal um. Oh mein Gott, warum dreht er sich denn nicht mal zu mir? Also wenn ich ein Cupcake gegen den Nacken gefeuert kriegen würde, würde ich mich wenigstens mal umdrehen. Würde ich mal gucken, was da passiert. Wer den wirft? Für den nicht? Oh. Ah, Mann, der wird schon wieder nur vom Blitz getroffen. Oh mein. Was? Hä? Er ist ein Klon? Oder hat er einen Zwillingsbruder? Haben wir jetzt einen neuen Lehrer? Zählt das, als er hat gekündigt? Ehrliche Frage, weil er ist jetzt ja rausgetragen worden. Halt klar von sich selber, beziehungsweise von seinem bösen Zwillingsklonbruder, was auch immer. Aber, nee, cool. Wenn wir mit dem Essens-Theme sticken, können wir uns natürlich hier die Gelee-Torte holen. Alternativ eine Schlange. Oh, ich denke, die Gelee-Torte. Das wird die Gelee-Torte. Oh, ein starker Wind, eine starke Brise. Okay, naja gut, es hat geklingelt, der Tag ist wohl zu Ende. Aber ich denke, wir waren extrem erfolgreich. Wir haben eine Lehrerin komplett zum Kündigen gebracht. Und ich denke, der zweite Lehrer steht so kurz davor, weil ich würde mir das nicht länger gefallen lassen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!